In der letzten Episode. Ja, das mit dem Lagerkoller-Risiko. 50%, Junge. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach nur dadurch, dass wir durch die Höhle geschlappt sind, oder was? Ja, weißt du, wie gruselig das da drin war? Hey, Junge. Verdammt. Okay. Junge, es wäre schön, wenn wir das noch schaffen würden, solange die Sonne scheint. Er kommt. Er kommt, diesmal kommt er. Jetzt. Danke. Meine Güte. Hier, es dauert halt ein bisschen. Wie bitte was? Ist nicht vorne genug, echt? Okay. Das wird gerade bewölkt. Ja, danke schön. So, 3 Minuten. Okay, machen wir das mal fertig. Ah, wir haben es schon. Gut, alles klar. Der Feuermeister. Da ist er. Brecheisen, Säge nehmen wir jetzt auch nicht. Genau. Und so geht's weiter. Ja, und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus. Ja, wir haben jetzt den Puma und erstmal, bevor wir jetzt anfangen, sorry, dass ich jetzt erstmal wieder so klinge, wie ich klinge. Ich hatte vorgestern eine Operation in den Nasennebenhöhlen, eine Nasenscheidewandkorrektur. Und dementsprechend ist meine Nase momentan nicht wirklich zu gebrauchen. Ja. Also diese und die nächste Folge voraussichtlich und danach soll es eigentlich schon wieder besser werden, hoffe ich. Ja, müssen wir leider durch. Okay, also, wir laden jetzt mal den Interloper und haben jetzt die Wahl. Das gilt für alle, die bestehende Sandboxen haben oder natürlich für neue so oder so, aber für bestehende kann man das jetzt auswählen, ob wir den Raubtier, da, also ob wir den Puma dabei haben wollen oder nicht. Und ich würde klassisch sagen, ja, okay. Und was wir jetzt auch haben, was man bisher durch eine Mod reinbringen musste, wir können jetzt Korpu aktivieren. Wenn du dich nicht ausgewogen ernährst, erleidest du früher oder später an Skorbut. Diese Krankheit beginnt langsam, aber ihre Folgen können für deine Gesundheit katastrophal sein. Du hast die Wahl. Deaktiviere die Option, wenn du nicht unter Druck gesetzt werden willst, Vitamin C-reiche Lebensmittel zu essen. Wir machen das aber. Das heißt, wir haben jetzt Puma und Skorbut-Risiko. Und den Darkwalker. Gut, alles klar. Wieso haben wir so wenig Wasser? Warte mal, hier sehe ich Wasser stehen. Warte mal, nicht Speiseöl, Wasser. Also liegt hier sowieso ein Haufen Zeug. Wieso liegt hier so ein Haufen Zeug? Jetzt haben wir das alles abgelegt. Eine fade Prepper-Pastete, okay. Genau, ich habe mal geschlafen. Das ist unser Zeug. Gut, alles klar. Brauchen wir. Gut. 2 Stück, naja, besser als nichts. Okay, warte mal, nein, ist falsch. Okay, hier liegt ein Haufen Zeug drin. Sollen wir das, haben wir das für irgendwie notiert oder so? Oder wieso liegt das hier? Ach ja. Ja, also es gab keine Bugfix-Runde. Also die Bugs, die bisher drin waren, die sind immer noch drin. Das ist natürlich klar. Ansonsten... Ja, Brennmaterial, das lagern wir einfach mal hier. So. Ja, jetzt sind natürlich die Bücher da drunter, ist ja auch egal. Wir sind auf Level 5 mit ihm. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, und hier lassen wir noch 3 da. Gut, da sind wir relativ leicht tatsächlich. Ausnahmsweise. Kleidungsstand passt soweit, gut. Und ja, was ich jetzt mal machen würde. Was haben wir dabei? Genau, wir gehen mal vorne raus. Ah ja, hier trocknet es auch fleißig. Habe ich das notiert? Wilden Orca, alles klar. Gut. Genau. Wir geben mal den Bogen. Genau. Wieder was? Was ist das für Wetter? Kommt der Blizzard gerade jetzt oder was?
Hervorragend. Ja, gut, dann ist es halt so. Was können wir jetzt machen in der Zeit? Ich habe noch eine Sprühfarbe. Das dauert natürlich jetzt. Also der Blizzard, der wird jetzt bleiben. Wir haben gerade erst unser Lagerkoller-Risiko abtrainiert, aber jetzt haben wir es wieder. Wahrscheinlich. Okay, also wir haben 2 Bücher, 5 Stöcke, 3 Kohlen. Milton Orca ist das. Okay, wir haben 2. Ist was drin? Nö. Alter, da ist ja gar nichts drin. Gehen wir wieder raus. Okay, was haben wir hier drin? Auf jeden Fall mal kaputte Pfeile, die wir reparieren können. Aber wir haben auch Sprühfarbe. Reparieren, auseinandernehmen. Natürlich. Gut, da müssen wir uns jetzt leider hier drin erstmal die Zeit vertreiben. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Gut, wir haben noch genug Pfeile. Genau, wir haben... ja, hier ist noch mehr Holzkohle, okay. Wir haben Beil. Wir machen jetzt einfach mal eine Inventur. Einfach, weil das ein bisschen Sinn macht. Wir haben 2 Sägen, 5 Drähte. Drei Haken, 6 Pfeilschäfte. Vier Pfeilspitzen, ein schwerer Hammer. Okay, ich wollte nur gucken, ob wir Pfeilschaft und so weiter vielleicht unter Material haben. 3 Sprühfarbe. So, 9 Eicheln und 2 Fackeln. Warte mal, wir machen das. Fließfäustlinge, Wollschal. Gut. Futter aber nichts. Wir haben Fackeln. Naja, gut. Also, 9 Eicheln, 2 Rehhäute. Okay. 3 Derbe, 2 Klettenwurzeln. Jetzt bin ich schon wieder durcheinander, verdammt. Ah doch, das Zelt hier drunter, genau. Die Klettenwurzeln, wo drunter tue ich die denn mal? Das ist echt schwierig. Da kommen die unter Futter. 17 Federn, 1 Metallschrott. Ne, warte mal, halt. 17, 7. Gut. 6 Stoff, 1 Wurzelvernichter. Schreibe ich den überhaupt auf? Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war das. Nicht das Beil. Komm, nimm die Hand. Das hast du schon richtig ausgewählt, lustigerweise. So, dann räumen wir halt hier auf. Bräuchte man einen Wetzstein. Besser ist echt gut runter. Das schon. Tatsächlich. Nee, das war eher kurz. Naja gut, obwohl. 4-5 Stunden war es schon. Jetzt haben wir kein Futter. Haben wir nicht Wölfe abgekocht oder wollten wir das doch machen? Achso, wir müssen das doch machen. Ach ja, okay. Da war doch was. Ja, komm. Okay, aber vielleicht können wir das draußen machen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem. Warte mal, wo ist der Travois? Hier. Ja, ja, alles muss rein. Oh, die Fackeln.
Warte, hier ist noch ein Sack. Cold is making my head feel thick. Waren das alle? Ich glaube, auf der Straße war noch einer. Ich weiß, Junge. Ich weiß. Hier vorne, genau. Und da noch ein paar Fackeln. Ja, deswegen will ich jetzt noch erstmal kochen. Wenn wir nichts zu essen haben, ist das natürlich unpraktisch. Okay, gib mir mal alles. So, genau. Die Stangen schleppe natürlich auch. Der Wind kommt gerade von vorne. Beziehungsweise, wie ist denn das? Wenn du das hier aufsetzt und du nimmst Streichholz, ist es trotzdem nur 90%, okay? Achso, mit dem... Ja. Beziehungsweise, mach das mal so. Nochmal. Streichholz. Ja, als Hund kannst du einen Stock. Genau. Wieso ist es jetzt so windig? Achso, ja, okay. Das ist natürlich perfekt. Stock. Bitte Feuer machen. Come on. Hast du geschafft. Gut. Schmeiß erstmal Altholz draus. Wie kalt ist es denn? Wie bitte was? Hä? Wie lange hast du da jetzt für gebraucht? Eine Stunde oder was? Uiuiuiuiuiui. So. Alles klar. Okay, wir haben auch nicht wirklich viel Wasser, deswegen aber jetzt erstmal zwei geteilt. Halt. Ein Stück Wolf. Hallo? Schwer zu finden. Bitte was? Ist es wieder aus? Ah, der Wind hat gerade reingeweht. Ah, okay. Ja, das ist natürlich klar. Ist, also, wenn man 360 Grad hat, dann erwischt man auf jeden Fall die 5 Grad, wo das noch reingeht. Na gut. Ich muss wahrscheinlich die ganzen Fackeln mal auseinandernehmen. So, 24, 6, 30, 15. Ja, dann machen wir das in Ruhe. Ach so, ist es zu kalt, echt? Gut, dann kostet es jetzt ein paar Prozent. Ich werde mich erstmal um die Fackeln kümmern. Ist ja auch recht. Beziehungsweise generell mal um die Feuerlänge. Haben wir irgendwo Stöcke oder so? Nö. Echt? Warte mal, wir stellen uns mal so hin, dass ich das mit dem... genau, das Feuer geht lang genug. Achso, ja, wir bräuchten vielleicht ein Stück Fleisch. Nee, wo ist es denn jetzt wieder? Dass wir mit dem Wasser besser sehen. Das ist nämlich so dann ein bisschen besser zu sehen. Ist gerade fertig geworden oder was? Nö. Oh ja, noch 29 Minuten. Okay. Gut, so, Wasser ist fertig. Warte mal, dann könntest du eigentlich erst mal was essen. Das Wasser ist nämlich eh gerade leer beim Jungen. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal ums Fleisch. Dass wir da ein bisschen vorankommen. Gut, alles klar. Zwei Fackeln haben wir noch. Okay, alles klar. Das ist auch durch.
back is getting kind of heavy. Ja, ich weiß. Ich will das nur ein bisschen näher haben. So. Okay, das braucht noch 17 Minuten. So, das war ein bisschen näher sitzen hier. Okay, 1 Kilometer. Dann kommen wir heute doch noch nicht ins Städtchen. Das ist was für den nächsten Tag. Haferbrei bitte. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. 3 Kilo. Ja. Minuten, sagt das Feuer. Das waren 10 Minuten, okay. Das reicht ja nur für das kleine Stück. Okay. Beziehungsweise, weißt du was? Du gibst mir vielleicht mal das kleine her. Das ist ein bisschen besser zusammen. So. Zugig hier draußen. Ja, okay, warte mal. Machen wir hier mal die 400 Gramm raus. Ah, der Wind hat's nachgelassen. Na gut. Okay, das rennt ab. Und hier dasselbe. So, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit. Eine halbe Stunde, okay. Eins. Gut, das war Nummer eins. Und dann kommt jetzt Nummer zwei daher. Da musst du jedes Mal durch die Animation durch. Ist halt so. So, warte mal. Wölfe. Ja, irgendwie ist der Cursor. Bleibt jetzt stehen, okay? Interessant. So, 42 Minuten, okay. Das reicht erstmal. Dann gehen wir mal vielleicht mal rüber zum Bus. Derweil. Tag ist auch schon fast wieder durch, aber da hat unten übrigens diese Feuerlines. Das sind die 3 Mal, die man hat, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Oder es zu lassen. Kannst auch sagen, hör, nö, Tod ist tot. Punkt. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, zu sagen, okay, ich schlage dem Tod ein Schnippchen, dann hast du die Möglichkeit, zwischen 2 Varianten, wo du halt wieder auftauchst. Die eine ist, dass du halt in der Nähe wieder auftauchst, aber halt relativ riskant, wenn du jetzt halt gerade mit dem Bär zum Beispiel zu tun hattest, dann kann das passieren, dass du dann gleich wieder sagst, ja, dann zweite Runde. Okay. Ist ja nix, echt? Scheint nicht. Gut. Oder du sagst halt weiter weg, aber sicherer. Dann bist du halt relativ weit weg, in einer anderen, komplett anderen Region. Musst halt dann sozusagen dich erstmal wieder aufpäppeln. Also für den Fall lohnt sich dann so oder so, mehrere Standpunkte sozusagen zu halten. Vielleicht sogar bei den großen Karten auch zu gucken, dass man sagt, man nimmt vielleicht sogar 2. Basen oder so, an relativ guten Punkten. Okay. Gut, da haben wir jetzt nichts gefunden.
Dann bringt man das hier noch zu Ende. Dauert ja auch so seine Zeit. So, eins und zwei. Ja, früher hat man halt den Cursor bewegt mit dem Scrollrad. Jetzt ist es irgendwie die gesamte Sektion, die du bewegst. Ist wahrscheinlich gehupft wie gesprungen, schätze ich mal. So, haben wir sonst noch was zu tun? Hier nichts, da auch nichts, okay. Der Kochutensil müssen wir vielleicht auch noch rauswerfen. Wir könnten ein bisschen olles Wasser machen. Das ist ein falsch. Hier ist Wasser. Gut. Aber auf jeden Fall genug zu essen. 42. Heißt. Ja, das passt ja soweit. Noch einmal. Okay, Rekord. Ja, dankeschön. Gut, da müssen wir doch noch nachlegen. Aber der Wind weht nicht wieder genauso, dass er hier reinweht. So, es war nur ein Stück. Okay. Ist jetzt nicht mehr so viel. So, wieso kannst du es nicht verwenden? Hey, das war noch nicht fertig. Ja. Also, wir haben es noch nicht genommen, kann das sein? Wir haben es wieder reingetan. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Natürlich. Gut. Ja. Das war dann der Tag. Aber okay. Nee, ist doch Schnee. Ist doch Schnee. Und das ist Reh. Fertig machen. Wolf. So. Rin. Gut, dann sehen wir nämlich das mal los. Ist ja auch ganz praktisch. Viertel Kilo. Ich meine, wir haben genug tragfähiges Gewicht, aber trotzdem. So. Was können wir denn hier garen? Nichts. Nicht. Gut, dann halt nichts. Mist. Gerade nicht mehr. Aber ist ja nicht schlecht, das hat gut geklappt. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Dark, echt, ich habe das Gefühl, es wird immer heller. So, was machen wir hier vorne? Es wäre dann doch besser, das zu sehen, nach vorne raus zu sehen. Gut, 5 Liter raus und dann schmeißen wir erstmal die Kochutensilien dazu. Genau. Du solltest es ablegen. Achso, ja, stimmt. Daran mangelt es nicht. Okay, also wir haben 900 Gramm Haferflocken und 700 Gramm Öl. Liter, Milliliter. Gut, ich habe das, steht da die Portion da? Nö. Komisch. Genau. Dann sind das, wieso hast du die wieder so kleine Flaschen raus? Manchmal stell da einfach kleine Flaschen raus, wenn du... Ja, irgendwie, ich verstehe das nicht. Ich hatte keine anderen. So, alles klar. Gut. Ins Bett können wir eh noch nicht. Es ist aber zu kalt, um draußen zu warten. Fingers feel numb. So, dann warte dich aber doch drin nochmal ab. Dann gehen wir doch mal raus. War schon sternklare Nacht. Ja. Ja gut, hier drinnen könnte man warten. Das ist nicht so schneidig schlafen, warten. Bis es halt passt. Sowas in der Richtung.
Da hast du recht. Okay. Gut, das war zumindest in der Richtung erfolgreich. Ja, darum kümmern wir uns am nächsten Tag. Schlaf muss erstmal aus. Gute Nacht. Ja, okay, das sieht man jetzt doch viel besser. Es ist doch mitten in der Nacht, echt. Ach. Ja. So, dann trinkt man noch ein bisschen und schläft sie nochmal aus, in Anführungsstrichen. Gut. Und jetzt. Besser. Gut, dann haben wir hier noch 13 Stöcke dazu. Huch. Also ich wollte gerade sagen, warum ist es so verpixelt, aber das ist nur, weil es übereinander liegt. Ja, die Rehhaut, die haben wir auch aufgeschrieben. Okay. Schneefall. Es wird gegessen. Gut, alles klar. Dann heißt es heute jetzt ins Dörfchen. Die Herrschaft liege noch. Das ist vor allem die Frage, was ist hier los? Angenehm frisch. Keine Wolfsschritte zu hören. Auch kein Wolf jaulen. Gut, jetzt doch. Scheint geht's auch in Nebel über oder was? Ja, ja, aber wir machen hier erstmal sauber. Sofern das geht. Sind die echt nur da vorne? Läuft, okay. Keine Ahnung, ob ich den treffe. Ja, tatsächlich. War das nur der eine, oder was? Der hat jetzt leider unseren Pfeil. Okay, wir wärmen uns aber erstmal auf. Das ist wichtig. Hier kann man vielleicht noch ein paar Sachen ablegen. Das wäre nicht so schlecht. Oh, die ist voll, echt. Das wäre nicht schlecht. Okay. Falls es irgendwo zu dunkel ist, ist ja eigentlich auch besser als unsere. Nee, leider nicht. Nee, ist eigentlich hell genug. Gut, hier war nix. So, einmal den Stoff bitte. Ein Kaninchenpelz, das ist ja cool.
Nee, den brauche ich jetzt nicht. Du kannst die Regale nicht zerlegen, echt? Ist ja lustig. I think I can use this. Nice. Das sind, glaube ich, auch garantiert. Wenn mich nicht alles täuscht. Garantierte Streichhölzer. Okay. Darauf kann ich erstmal hängen. Wo er halt hängen kann. Ein Nähzeug. Das ist okay, Handy. Und die Jeans. Brauchen wir nicht, aber das ist immerhin ein bisschen Stoff. Oder halt die Jeans. So ein Topf. Das ist doch ein Topf. Beziehungsweise macht die mal nach hinten. Lecker essen. Warte mal. Ich bin jetzt hier gerade durcheinander. War da hier stehen geblieben. Okay. Passt erstmal. Noch mehr Bücher. Und haben wir noch Salz. Das ist tatsächlich jetzt Stoff. Nice. Noch ein Stückchen Reh. Eine Pfanne. Kurz. Hier. Kaputtes Hundefutter. Okay, alles klar. Dann sind wir mal durch und legen jetzt alles Brennzeug ab. Was leider nur Bücher und, Zeitungen sind. So. Genau. Was hat man noch? Jeans. Ja, den Stoff behalten wir erstmal. Das Nähzeug. Ja, jetzt haben wir noch die Laterne. Warte mal. So, ja, wir haben hier nicht so viele Kisten. Ich würde halt gerne noch ein paar Sachen von uns ablegen, aber es ist wahrscheinlich auch erstmal egal. Wir legen jetzt erstmal Futter ab, also Kochmaterial, Utensil oder was auch immer. Ja, es ist nicht mehr scrollbar. Eine Sicherung. Ist doch vollkommen okay. Weil sollen wir dem Jungen die Tail machen, oder was? Ja, wie ich ja nun rausgefunden habe, man muss erstmal alle Funktürme reparieren, die man als Mission hat, bevor man die Tail überhaupt erst beginnen kann. So, dann schauen wir jetzt mal nach dem Wolf. Wo immer er auch hingerannt ist. Okay. Das könnte, die Krähen gehören jetzt zur Schule. Also da drüben sind auf jeden Fall auch Krähen. Aber ich glaube, das ist eher eine Leiche, die da liegt. Ja. Mit Federn natürlich. Okay. Junge, versucht jetzt, solange noch Nebel ist, die anderen Krähen noch zu orten, damit wir den Wolf finden.
Ich habe so das Gefühl, dass er hier runtergerannt ist. So, hört man die Krähen von der Schule. Can't feel my hands. Ja, ich weiß. Nicht sicher. Da vorne sind noch welche, aber ich glaube, die gehören woanders hin. Jetzt kommen wir hier nicht hoch, oder was? Du hast, du kannst hier nicht drunter durchlaufen, nicht? Hallo? Okay, dann gehen wir mal zu denen da oben hin. Ich glaube nicht, dass das der Wolf ist, weil ich hatte das Gefühl, dass er darüber gerannt ist. Da vorne. Genau, das ist der Hirsch hier. Keine Ahnung. Lass es mal warm machen. Hier drin. Kaputt. Nichts, gut. Nichts. Ah, das ist ein Stoff. Sehr schön, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, Sekunde mal. Okay, alles klar. Dann bitte warten. Ich war hier drin, alter Schwede. Gut. Dann lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Nehmen nur die Federn mit. Gut, alles klar. Ja, es ist natürlich nicht nur der Puma gekommen, zu der Geschichte hier mit dem Update. Es ist natürlich auch die neue Region gekommen, sondern Pass oder ins zweite Pass. Ich weiß es nicht, ob sie das übersetzen. Ist auf jeden Fall ein sehr spezielles Wort, Sandert. Genau, da gibt es die letzte Geschichte, letzte Tale. Die Schule. Die Brille. Ein Brecheisen. Hab ich doch gesagt. Eine leere Leiche natürlich. Ja genau, also die Tail, da musst du natürlich die anderen erstmal machen. Das habe ich jetzt mal wieder bei Dampf im Schleicher begonnen. Man muss da tatsächlich alle Funktürme, die man dann halt, also muss halt erstmal zum Flughafen, damit du das Funkgerät bekommst. Und die sagt dir dann, welche der... Ach, da drüben sind jetzt Krähen, okay. Die sagt dir dann, welche der Funktürme relevant sind für die Tail. Die musst du dann halt reparieren. Und da kannst du dann mit den weiteren Aufgaben durchstarten. Also nicht sozusagen den Funkturm im... Da ist er. Einfach nur den Funkturm auf dem Flughafen reparieren, dann kannst du das loslegen. Nee, das funktioniert so nicht. Dann gibt es natürlich noch mehr Funktürme, das ist dann halt für die Region. Wenn du dann halt in der Region auch noch Fundstücke machen kannst, Funde machen kannst, was im Etalon eigentlich nur bedeutet, du findest da nichts. Genau, da war nichts. Okay. Ja, genau. Wie schon gesagt, der Puma, der bringt dann, du hast ja dann, wenn er dich dann sozusagen mal. Okay, 11 reichen. Äh,
wenn er dich sozusagen dann mal erwischt, weil im Interloper hast du halt 20 Tage pro Region, bis der dann auftaucht. Und zwar zählt das ab dem Zeitpunkt, wo du das entweder ja, die Region betrittst oder halt in dem Falle, wie wir das jetzt gemacht haben, erst ab dem Zeitpunkt, wo das halt gestartet ist. Das heißt, Tag 164. Also bis Tag 184, bis wir dann spätestens die Region verlassen haben, sonst gibt es hier ein Problem. Gut. Warte mal, hol erstmal nur zwei raus und lass dir ruhig Zeit. Gut, das geht nicht. Stimmt. Da war ja was. Hashtag Öffnung. Gut. Leg's erstmal raus. Ja, es war jetzt auch keine Bugfix-Runde, deswegen funktionieren viele Dinge nach wie vor noch so, wie sie funktionieren. Genau. Wenn er dich dann angegriffen hat, dann kannst du den Puma, jetzt guck mal mit der Hand weitermachen, halt versuchen zu erlegen, was hier heißt mit Pfeil und Bogen. Und wenn du den erlegt hast, dann kriegst du eine Klaue, da kannst du ein Messer draus machen. Das ist dann beim bei der Verteidigung extrem hilfreich. Das müssen wir erstmal fertig machen. So, eins, zwei. Das reicht auf jeden Fall. Gut. Genau, Messer und aus der Haut kannst du dann so einen Kopfwinkel machen. Der soll wohl relativ warm sein. Ja, muss man dann sehen. Außerdem, wenn man die dritte Teil auch beendet hat, dann 10 Minuten, okay? Gib mir mal das mit dem Messer. 21, okay, alles klar. Wie ist das mit der Hand? Wie lange brauchst du für die Hand? 28, okay, also eine Stunde. Nochmal drauf. Das heißt eigentlich Liter. Das ist alles Reh, oder? Sieht so aus. Okay, also wir haben hier noch eine Stunde. Ja, easy. Gut. Genau. Wenn du die Tails gemacht hast, kriegst du taktische Jacke und Handschuhe. Das heißt im Interloper nix. Und es wurden neue Errungenschaften eingeführt. Warte, die zeige ich mal. So. Die Entleistung nennt sich das. Und zwar Himmelsnavigation. Die bekommst du, wenn du die Tail abgeschlossen hast. Du hast ein Relikt aus Tales from the Far Territory geborgen. Du gehst dir klar nicht oder wäre das Leuchten schneller. Ja. Oder das hier, das ist doch viel geiler. Ruhiger Geist. Du hast ein Relikt aus Tales, das ist normal. Du bist immun gegen Lagerkoller und Forschungsaktionen laufen 20% schneller ab. Das ist doch was für ein Interlop, oder? Gut, und was halt noch dazu kommt, ist Großkatzenkiller. Du hast erfolgreich 3 Pubas erlegt. Wildtiere sind sich deiner Gegenwart weniger bewusst. So, dann machen wir mal die Fackeln weg. Und unten sehe ich übrigens Schösslinge. Ist ja nicht schlecht. Surrounded by snow. Nothing to drink. Jetzt bleibt der Wolf liegen. Okay. Vielleicht muss ich mich wegdrehen. Okay, da müsst ihr doch mal ran. Da stimmt was nicht. Gut, das war das. Genau, warte mal, dann lass mal die Schösslinge holen. Und die Stöcke natürlich auf dem Weg. Genau, das sind die Abzeichen, die du dann bekommen kannst. Die gelten natürlich immer nur für den Start einer Sandbox, das ist klar. Und das sind alles kostenpflichtige Dinge, tatsächlich. Weil die kostenlosen Dinge, die du bekommst, sind zwei. Nämlich einmal das, wie ich schon gesagt, hier, wenn du Tab drückst, siehst du das unten. Du kannst dreimal den Tod ein Stippchen schlagen. Und, ja. Das ist vielleicht was für den Livestream, nachdem wir ja dann nur den, während den Totenschlafen-Modus beendet haben, sag ich mal. Der Misery-Modus, der Elends-Modus, wo du, also du hast den Puma und Skorbut sowieso. Und es spielt im Prinzip auf Interloper-Niveau.
Und ja, in festgelegten Abständen erhältst du eine von 6 völlig neuen und unglaublich strafenden Leiden. Too much stuff to carry. So, dann ist halt eins. Wer weiß, wann man das braucht. Ja, und diese Leiden, die werden deinen Charakter halt peu à peu in den Wahnsinn treiben. Das ist natürlich dann ein Modus, der davon gezeichnet ist, zu versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Ja, das wird sehr spannend und ich denke, das passt ganz gut in den Stream. Weiß nicht, wie lange man braucht, bis man sozusagen dabei das erste bekommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht allzu lang dauert. Ich denke, das ist so was, was ganz gut da Einzug halten kann. Weil abgesehen von anderen Spielen, die ich ja noch auf dem Schirm hatte. Und auch, ich hatte ja noch die. Also, ich hatte ja die Frage gehabt wegen Horror. Es muss dann halt vom Setting passen. Ich habe ja das Spiel Alien Isolation mal vor Urzeiten gespielt. Mit sehr viel. Herzkasper, sag ich mal. Und ja. Gibt es nämlich auch so, ja, ich sag mal Tales, so heißt das ja hier. Also ich wollte sagen, warum sieht die Glocke so dreieckig aus? Okay, gut, sie ist doch richtig. Also auch so Kurzgeschichte im Prinzip, wo du auch versuchen musst, irgendwie zu überleben. Die auch teilweise, interessanterweise, auch aus den Alien-Filmen kommen. Also speziell aus dem ersten natürlich. Und ich bin ja eh ein großer Fan von dieser ganzen Alien, von dieser ganzen Alien-Welt. Das ist echt eine sehr gruselig, aber irgendwie auch faszinierende Welt. Deswegen wäre das auch mal was für ein Stream. Das ist, ich weiß nicht, wie lange die gehen, aber die sind auch nicht so extrem lang. Also bis man sie mal durch hat, natürlich. Muss der erst mal schaffen. So. 3 Stück bleiben draußen, der Rest kommt drin. Ja, hier irgendwie. So. Schössling auf dem Teppich, sieht man ein bisschen besser. Oh, hier so viele Federn. Dann können die eigentlich mal hier bleiben. So, die Fackeln, das mach ich mir mal einfach. So. Also, Brecheisen, Sicherung bleibt hier. Dann haben wir noch die ganzen Stöcke, das ist unser Esszeug. Oh, Brennmaterial. Das können wir auf jeden Fall noch loswerden. Okay, da kannst du jetzt gerade noch die Birkenritt zusammenbasteln. Genau, und dann können wir in der nächsten Folge hier mal durchs Städtchen gehen. Da werden wir heute an dem Tag noch einiges schaffen. Wir werden das wahrscheinlich nicht komplett schaffen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur in 3 Stunden brauchen. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich gar nicht so viel Stuff geben. Und trotzdem versuchen wir mal das Städtchen durchzugehen, dass wir das auf jeden Fall mal fixiert haben, was es hier gibt an Dingen. Bauernhof ist natürlich interessant und so weiter. Brücke von Fichtensturz und was da alles damit zusammenhängt. Der Bunker, der wahrscheinlich leer ist, aber gut, wir schauen ihn uns trotzdem an. Die Absturzstelle etc. pp. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag, wir sehen uns, macht's gut. Ciao.